Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde im Gartensimulator. Ja, ich habe mal die Perspektive gewechselt. Ich bin mal aufs Dach geklettert, weil ich will ja Sachen freischalten, ne? Naja, nützt jetzt alles nichts. Ich habe mir hier so ein paar Sachen gekauft, ne? Nun ja, und habe hier so eine Art Brücke gebaut. Sieht jetzt nicht allzu schön aus, aber macht ja mal gar nichts. Ich würde sagen, das räumen wir denn auch glatt mal wieder auf. Ja, macht sich, glaube ich, besser, wenn wir jetzt hier wieder Ordnung schaffen. Na, nee, ich wollte damit tatsächlich einfach nur Sachen freischalten. Und ja, ich meine, wir können ja die Sachen hier durchaus haben. Kann nie verkehrt sein, ne? Wenn wir uns jemand mal so ein bisschen auseinandersetzen, jetzt müssen wir natürlich erstmal kurz ein bisschen aufräumen. So, warte mal, die will ich aber eigentlich gern eher. Ach, warte mal, wir haben ja hier noch diesen netten Randstein. Dann können wir ja den mal hier hinpacken, ne? So, dann haben wir dieses. Möchte ich gern dahin haben und dann möchte ich gern das dahin haben. Und dann ist das, glaube ich, ein bisschen ordentlicher. Ne? So, jetzt habe ich herausgefunden, dass man fixierte Gegenstände ja auch wieder aufnehmen kann. Ja, guten Morgen. Es hat gedauert. Ne? Es hat wirklich gedauert. Es tut mir sehr leid. Ihr werdet euch auch gedacht haben, mein Gott, schnallst es denn endlich mal? Nee, du kannst wirklich alles wieder aufnehmen. Muss halt nur die Fixierung lösen. Habe ich auch wirklich nicht. Ja, seht ihr das unten, ne? Das habe ich echt nicht gesehen, ne? Tja, that's it, ne? Manchmal dauern die Dinge halt ein bisschen länger. Und ja, dann gucken wir doch mal, was wir hier denn Neues gemacht haben oder beziehungsweise Neues freigeschaltet haben, nachdem wir aufgeräumt haben. So, du kommst dahin. Und dann nehmen wir hier die Stützen noch weg. Ach Quatsch, warte mal. Naja, gut. Dann muss ich das halt nochmal bauen, macht ja nichts. So, wir gucken erstmal. Erstmal schalten wir frei die Holzstütze hoch. Gehe aufs Dach. Ne? Das war die Voraussetzung zum Freischalten. Und hier soll man ein Hochbeet oder einen Pflanztopf in 5 Meter Höhe haben. Mensch, das wollte ich doch eigentlich damit bezwecken. Pass auf, dann machen wir mal so und so. Dann sollte das ja theoretisch reichen. So, ich würde mal sagen, das sind hier keine 5 Meter. Ey! Frechheit, ne? So, du stellst dich jetzt hier mal wieder ordentlich hin. Danke. Und du auch. Dann geht ihr hier drauf. Wundervoll. So, und dann gucken wir mal. Wir müssen uns hier, glaube ich, mal so. Ach so, warte mal. Wie macht man das jetzt am besten? Wir nehmen den Topf mal mit, stellen den mal hier oben drauf, dass wir den da haben. Dann nehmen wir uns, oh, das sieht nicht unbedingt safe aus. Okay, nee, warte mal, dann müssen wir hier nochmal ein bisschen schicker machen. So, ich würde sagen, machen wir vielleicht mal so. Dann steht das ein bisschen sicherer, ja? Wirkt jedenfalls so. So, dann gucken wir mal. Dann haben wir das hier drauf, das da drauf und dann gucken wir mal, wenn wir das jetzt hier drauflegen, sind das 5 Meter? Hält nicht. Verdammt. Nun gut, hätte ja klappen können, ne? Es hätte klappen können. Wie ist das, wenn wir das Gerät jetzt hier draufstellen? Warte, warte, warte. Muss doch gehen, muss doch gehen. So, warte, warte. Nö, das hat nicht gehalten. Oh. Könnt ihr mal ein bisschen sicherer stehen? So, das hat nicht gehalten. Okay. Das heißt, wir müssen hier noch mehr holen. Warum ist das hier unten so wackelig? Das war es doch vorher nicht. Ah, okay. Wir müssen noch mehr Stützen holen. Dann müssen wir das aber wahrscheinlich eher mit den mittleren Stützen machen, ne? Ah, okay. Bauen wir das Ganze nochmal. Ist ja nicht so, dass wir Langeweile haben oder so, ne? So, warte mal, wir machen mal das hier mal so ein bisschen so. Dann gehen wir hier hoch. So, das sind aber auch immer noch keine 5 Meter, denn, ne?
So, guck mal, wenn wir das hier so machen, sieht das doch schon ganz nett aus. Warte mal. So, das hat schon mal nicht gereicht, würde ich sagen. Naja, ich glaube, wir gehen mal schlafen. Wir gönnen uns mal einen neuen Tag, ne? Oh je, oh je, oh je. So, weiter geht's. So, wie macht man das jetzt am besten? Ich würde sagen, oh, hier mein Kürbis. Das wollte ich euch eigentlich alles noch zeigen, Mensch. Wir sind doch noch ja nicht so weit. So, dann gehen wir hier noch eins höher. Warte mal, wir gucken. Ich würde gern mit hier drauf, ne? Es wäre super nett. So. Wie kriegen wir das jetzt hin? Wenn wir das jetzt hier draufstellen. Hält nicht. Es hält einfach nicht. Was sind denn bitte 5 Meter? Kann mir das mal einer sagen? Hm. So, das sind ja hier nur die ganz großen, ne? Ja. Das hat jetzt ja nicht so gut geklappt. Ach Mann, sind das da jetzt 5 Meter? Sieht man das irgendwo, wie hoch 5 Meter sind? Hätte ich das da vielleicht einfach oben auf den Schornstein stellen sollen? Hätte das vielleicht Sinn gemacht? Ach Mann. Das finde ich jetzt nicht nett. So. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir das Ganze nochmal in schön. Vielleicht. Wir basteln heute, ne? Also es ist euch jetzt ja schon klar geworden, dass wir heute experimentell sind, ne? So, warte mal. Du kommst mal hier drauf. Hallo. Können wir das mal so, bitte so ordentlich machen? Merci. So, dann nehmen wir das hier mal mit hoch. Da haben wir ja gemerkt, dass uns das quasi schon reicht. Nee, warte mal, es hat uns eben nicht gereicht. Können wir das mal da hinlegen? Danke. Können wir das legen? Ich hätte es gern gelegt. Okay, dann lassen wir das mal, dann nehmen wir uns dieses. Ah, zu weit hinten. Und dann haben wir ja noch eins. So, ach so, warte mal. Wir müssen da was mitnehmen. Können wir das hier mal bitte mitnehmen? Können wir nicht. Hallo? So, jetzt gehen wir, versuchen wir nochmal aufs Dach zu springen. Ich vermute mal, dass das jetzt nicht klappt. Weiterlaufen, weiterlaufen, weiterlaufen. Und jetzt. Ha! Oh Mann! Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir uns. Unsere Primär wieder mit. Nein! Nein, 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 nein. Bleib mal da oben. Wieso? Ach, das reicht auch schon. Bleib mal stehen. Ach, Mann. So, du bleibst jetzt da. Bleib stehen. Bleib bitte, bitte stehen. So, freischalten. Oh Gott. Wir haben's. Also sowas Blödes. Also mal ganz ehrlich. So, jetzt würde ich sagen, jetzt kaufen wir uns doch auch glatt mal diese Sachen hier. Ich möchte nämlich gern wissen, wie die aussehen. Macht das Sinn, da oben so einen Pott stehen zu haben? Nehmen wir wieder runter, oder? Oh Mann. So, und vor allem ganz interessant ist, wir haben ja auch noch eine Challenge, aber bei, das ist eher eine Steam-Challenge, wo wir Müll aufs Dach werfen sollen, sodass auch liegen bleibt. Wir gucken mal. So, das ist diese Rampe. Damit könnte man ein Dach bauen, dachte ich mir.
Ist da? Dass wir da vielleicht so um unseren Grillplatz oder so ein Dach bauen könnten. Und mit diesen. Oh, die sind aber hoch. Oh! Oha! Ja, ich hatte gehofft, die haben nur eine Seite. Wenn ich ehrlich bin. Können wir das mal so, dass wir auch sehen, wie rum? Ich wollte nämlich eigentlich ganz gern vielleicht hier so einen Balken hinsetzen, aber dass das so hoch ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Warte mal, wir probieren mal. Aha. Nee, das ist mir zu hoch. Das ist mir zu hoch. Weil ich hätte das gern so ein bisschen niedriger gehabt, vielleicht hier, wo der Punkt ist, so auf die Höhe, um damit vielleicht so eine Art Pergola, so einen Durchgang zu machen. Oha, was gibt's hier noch? Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier noch alles so haben. Eine Gartenbank haben wir, das ist diese Hängematte. Brunnen müssen wir eh noch kaufen. Können wir ja mal machen, dann schließen wir die Aufgabe wenigstens ab. Und den Grill gönnen wir uns jetzt auch mal. Und bis da war es, weil es so schön ist. Dann haben wir alles einmal, wa? So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Ja, die Uwes brauchen wir noch. Was müssen wir da eigentlich machen? Ja, also ein Horst, also ein Uwe für den Horst. Anna und Schorsch, oh wie schön. Clara und Udo, aha. Okay, also quasi brauchst du nur die Gartenzwerge kaufen und dann hast du sie, ne? So, sagen, ich habe doch was bestellt, oder? Jetzt habe ich echt überlegt, ob ich was bestellt habe. Ui. So, also. Wir nehmen einmal den Brunnen. Aufgabe erledigt. Und ich würde sagen, oh, der ist schön, ne? Wir platzieren den einfach mal. Wir haben ja gelernt, wir können umplatzieren. Wir nehmen die 5. Oh ja. Oh ja. Wundervoll. Guck mal, das ist doch wohl mal richtig schick, oder? Mega. Ja, die ist toll. Okay. Und dann haben wir noch unseren Grill. Denn, wie gesagt, ich wollte eigentlich diese Plattform hier so ein bisschen überdachen, mit den Rampen so eine Art Haus bauen als Überdachung, halt auch für schlechtes Wetter, ne? Wenn es regnet, dass man hier draußen sitzen kann und so. Ja, ich weiß, hier regnet es nicht, aber och, ist der schön. Na, guck mal, kriegen wir den hier daneben? Guck mal, wenn wir den vielleicht so ein bisschen hier hinten reinmachen. Nice. Da noch so einen Steinweg hinsetzen. Ne? Den können wir aber nicht hochnehmen, ne? Doch, können wir. Okay. Ja, wenn wir hier so einen Weg hinsetzen zu diesem Grillplatz. Oh, wie schön. Oh, Leute. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich bauen soll. Aber ich finde es eigentlich, nee. Ich glaube, das ist mir da zu dran geklatscht. Ich hätte es nämlich eigentlich gern eher so hier gehabt, dass wir hier sowieso eine Outdoor-Küche haben. Wie gesagt, und hier wollte ich ganz gern mit diesen Balken, aber da werden wir wohl die höheren Balken nehmen müssen. Gucken wir mal, was besser aussieht. Ne, ich glaube, das wäre eigentlich so diese Gartenhöhe. Und wenn wir das Teil hier nehmen, naja, wir können es ja mal mitnehmen zum Ausprobieren. Also ich werde das hier noch ein bisschen größer machen, höchstwahrscheinlich, ne? Muss ja noch Bank und so hin. So, ich glaube, muss so rumgedreht werden. So. Das ist mir ehrlich gesagt zu hoch. Das ist mir ein Tucken zu hoch. Oder? Ich glaube, das ist... Ui, ob ich sowas Mächtiges in meinem Garten haben möchte? Ich bezweifle es. Ist schon krass, ja.
Also ich hatte gehofft, das ist ein bisschen kleiner, ne? Dann hätten wir da so Rosenbögen draus basteln können, ne? So als Durchgang hier. Weil das können wir ja mit denen hier versuchen. Aber wenn man denn hier guckt, so eine Rampe da drauf zu setzen, das wird ja riesig. Ja, ich meine, auf der anderen Seite, so als Dach, ne? Auf der anderen Seite, na ja, klar. Ah. Ich das hier draufsetze? Ja, wie soll man das da draufsetzen? Da müsstest du quasi einen Boden draufsetzen, ja? Nee, das hält nicht. Das hält leider so nicht. Okay. Ja, da wüsste ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht, was ich damit machen soll. Wozu brauche ich eine Rampe? Klar, ich meine, damit könnte ich mir jetzt meine Hochbeete zum Beispiel, ja, anders anlegen, sodass man da rankommt. Ja, man könnte jetzt, naja, aber das ist ja hier gar nicht hoch genug. Also ich wüsste jetzt ehrlich, was macht man damit? Was habt ihr damit gemacht? Weil hier so zum Fluchtwegbau ist eigentlich auch unnötig. Muss nicht sein. Ja, wie gesagt, eigentlich hätte ich hier eher gehofft, dass wir hier so eine Art Dach draus bauen können. Gut, da müssen wir das hier so bauen, aber hier hält ja denn so eine Platte nicht drauf, ne? Uff. Schwierig. Finde ich schwierig. Jo, ihr Lieben. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich vertage dieses Thema einfach mal. Wir haben es jetzt freigeschaltet und ich denke, das ist auch in Ordnung. Ne? Damit können wir ja, vielleicht irgendwann mal was bauen. Bin da mal eher auf eure Kommentare gespannt, ne? Was ihr dazu sagt, was ihr für Ideen hättet. Ne? Das fände ich sehr interessant. Ich möchte das da nicht hinpacken. Oh Mann. Ja, wie gesagt, eure Ideen wären da äußerst hilfreich. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr Lieben, das heißt aber, ich komme für diese Folge zum Ende. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und fürs dabei gewesen sein. Ich wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, ihr Lieben, bis dahin, macht es gut. Tschüss. Oh Mann.